Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum Start einer neuen Serie. Wir sind das erste Mal in FIFA 16 Ultimate Team, nicht mit 7 Minutes Quads oder mit Deal With, nein, wir sind bei Be Legendary. Diese Serie werde ich euch gleich erklären und es ist etwas, was ich früher schon mal in ähnlichen Zügen gemacht habe. Damals hieß es Let's Become the Ultimate Team, mittlerweile heißt es Be Legendary und warum der Name ist relativ einfach erklärt. Wir bauen uns aus einem, ich sage mal, Starter-Team. Es ist kein wirkliches Starter-Team, aber sowas in der Art und daraus bauen wir uns ein Team zusammen, das im Idealfall am Ende quasi die MGT-Legenden bzw. die Superlegenden beinhalten soll. Das spricht jetzt nicht für sowas wie beispielsweise Stefan Effenberg, sondern für, ich sage mal, außergewöhnliche Spieler, die eine gewisse Geschichte auf meinem Kanal haben. Aber wie geht das Ganze sich zusammensetzen? Zunächst einmal wird Ron-Robert Zieler der Star dieser Serie sein. Er wird im Kasten stehen und zwar für die gesamte Serie. Der Rest der Spieler wird ersetzt und das nach einem relativ einfachen Prinzip. Die werden nämlich geupgradet. Es werden immer zwei Spiele pro Episode geben und aus diesen beiden Partien werden jeweils die beiden besten Spieler geupgradet, bis ein neues Rating erreicht ist. Wir machen das Ganze so, von Bronze zu Silber zu Gold zu Legende. Das Ganze relativ easy. Wir starten mit dem Bronze-Team und Zieler. Das heißt, wir haben 10 Spieler. Das heißt, zwei Episoden werden jeweils zwei Spieler pro Partie ersetzt. Das heißt, nach Adam Riese 2 mal 4 sind 8. Das heißt, wir brauchen noch 2 in der nächsten Episode. Werden dann im ersten Spiel nochmal 2 ersetzt. Dann haben wir ein Silberteam. Mit diesem Silberteam fangen wir dann an und arbeiten uns langsam zu Gold hoch. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Spieler ihr sehen wollt. Im Endeffekt liegt die Entscheidung bei mir, aber ich bin natürlich für Vorschläge offen. Ich werde allerdings nicht so die Superstar-Spieler nehmen, wie beispielsweise Lewandowski oder sowas. Nein, ich werde Spieler nehmen, die ich persönlich interessant finde. Ihr könnt auch gerne Gems in die Kommentare schreiben. Es geht genau darum, dass wir Spieler ausprobieren, die vielleicht nicht so ganz typisch sind, aber die auf jeden Fall cool sind, von den Werten her gut aussehen und im Idealfall natürlich auch gut performen, denn umso erfolgreicher wird diese Serie und das Team am Ende werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, was heißt jetzt das Ganze mit Legend, warum steht da Bendtner? Ganz einfach, Bendtner ist ein Spieler, der definitiv in dieser Serie vorkommen wird als Stürmer. Wir spielen 4-1-2-1-2, das heißt, wir haben insgesamt 10 Positionen, die besetzt werden können und das Legendenteam wird aus solchen Spielern bestehen, wie beispielsweise Niklas Bendtner, wie Kevin Kurani, wie, okay, Jan Schlaudraff jetzt als Beispiel, letztes Jahr wäre das noch möglich gewesen, dieses Jahr ist er nicht dabei. Sowas sind auf jeden Fall die Legenden und auch da sollt ihr mir wieder in die Kommentare schreiben, welche ihr meint, dass allgemein sie legendär sind, wie beispielsweise Bendtner, der Lord, ich denke mal, das ist für jeden eine Legende, oder auch persönliche Legenden, die irgendwann mal auf meinem Kanal eine gewisse Rolle gespielt haben, wäre ich auf jeden Fall sehr interessiert dran. Es geht natürlich nur mit Bundesligaspielern, denn wir wollen ja im Endeffekt auch ein bisschen Chemie haben und das wollen wir so erreichen, dass wir da nicht irgendwie hybridisieren müssen, denn das geht nicht, wenn wir Zieler im Kasten haben. Wir gucken uns einfach mal, würde ich sagen, das Team an, mit dem wir in diese erste Episode starten und das sieht an sich schon mal gar nicht so schlecht aus, denn wir haben natürlich, Überraschung, Überraschung, Ron-Robert Zieler im Kasten hinten drin und davor machen wir dann eine Bronze-Verteidigung, einen Bronze-Sechser, einen Bronze-Außenspieler, einen Bronze-Außenspieler, einen Bronze-Zehner und einen Bronze-Stürmer. Die Verteidigung besteht dann einmal aus einem Stuttgarter und auf der anderen Seite aus Elvedi. Der Stuttgarter heißt Sama, kenne ich persönlich nicht, sieht ein bisschen aus wie Rüdiger. Elvedi ist der zweite Verteidiger, die beiden werden getauscht. Dann haben wir auf der Rechtsverteidigerposition den ersten Hannoveraner, beziehungsweise den zweiten nach Zieler und zwar Rankovic, den guten Wladimir. Auf der linken Seite haben wir dann den ersten Bremer und zwar Ulysses Garcia, auf der 6 den nächsten 96er und das ist Maurice Hirsch. Auf den Außenpositionen haben wir dann einmal einen Stuttgarter und einmal einen Mainzer. Auf der rechten Seite ist das Kiesewetter, kenne ich persönlich jetzt noch nicht, vielleicht wird auch anders ausgesprochen, aber der steht auf jeden Fall da. Auf der linken Seite steht Devante Parker, der sehr, sehr gut aussieht von den Werten, der leider non-rare ist, aber das soll uns mal nicht stören. Auf der 10 steht dann Jurchenko, der Zehner von Bayer Leverkusen, der auch im Pokal erfolgreich getroffen hat. Und die Sturmspitze besteht dann aus einem weiteren 96er und zwar aus Alain Saint-Maximin und aus Felix Platte, dem Schalker, der in der Champions League mal gezeigt hat, was er so drauf hat. Sieht an sich gar nicht mal so schlecht aus. Platte eventuell nicht der beste Stürmer, aber das wird schon irgendwie funktionieren und ich würde sagen, mit dieser Elf springen wir jetzt gleich direkt mal rein ins erste Spiel dieser Episode. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, welche Spieler ihr gerne sehen möchtet in dieser Serie und natürlich solltet ihr das machen, nachdem ihr das erste Spiel gesehen habt. Die Bank übrigens mit Grilic, Karaman und Co. auch ganz gut besetzt. Natürlich erst reinschreiben, welche Spieler ihr sehen wollt, nachdem ihr wisst, auf welchen Positionen wir überhaupt Bedarf haben, denn sonst macht das Ganze wenig Sinn. Gut, wir springen rein, erste Partie und das Ganze gegen dieses Team. Da habe ich mir schon so gedacht, okay, alles klar, es geht ja richtig gut los. Komplett Inter Mailand, komplett Gold, bis auf Carrizo im Tor und dafür ein Lone Eden Hazard ohne irgendwelche Chemie. Ist schon mal ganz interessant und wir starten einfach mal rein, würde ich sagen. An sich relativ chancenlos und das merken wir auch schnell. Flanke von Perisic, im Endeffekt Murillo und 1-0, Zieler komplett chancenlos. Da kannst du wenig machen in der Situation, wenn da so ein Jason Murillo steht, der Kopfball verlängert wird und der am zweiten Pfosten aus 5 Metern komplett frei zum Kopfball kommt und dann noch ein bisschen Wucht dahinter bringt.
ja, dann ist jeder Torwart im Spiel, würde ich sagen, einfach nur chancenlos. Aber wir wollen natürlich zurückkommen und das schaffen wir tatsächlich auch. Hier haben wir Ulises Garcia mit dem Kopf weiter auf Devante Parker und ich habe gesagt, der hat gute Werte und der spielt sich auch richtig gut, dribbelt sich hier klasse in den 16er, dribbelt sich weiter durch, der Schuss mit rechts und keine Chance für Carrizo, den zu halten und dementsprechend steht es plötzlich 1-1 nach 16 Minuten. Das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir können anscheinend gegen dieses Goldteam dagegen halten und das wäre natürlich wunderbar erfolgreich. Also steht es momentan 1-1 und der hat unter anderem Icardi, das heißt, es könnte natürlich auch für uns defensiv gefährlich werden. Zunächst mal sind wir in der Offensive mit Maurice Hirsch, der hier klasse Dribbling-Skills beweist, weiterspielt auf Alain Saint-Maximin. Nee, das ist Jurchenko im Endeffekt, aber der kommt da nicht mehr zum Abschluss. Jetzt haben wir Maximin am Ball und der hat ja, es ist ja eine Farce, dass er ein Ultimate-Team keine Forster-Skills hat, dribbelt sich ja aber trotzdem klasse durch und scheitert im Endeffekt an sich selber, schließt nicht früh genug ab. Letzte Aktion der Partie, dann diese hier. Ja, ich gehe in den Strafraum mit Felix Platte und plötzlich bricht das Spiel ab. Die Verbindung zum Gegner verloren, alles klar, Sieg für uns und Devante Parra und Ulises Garcia mit 7,5 und 7,4, die besten Spieler, kriegen dementsprechend ihr Upgrade und werden in der nächsten Episode ersetzt. Schreibt mir in die Kommentare, welchen linken Mittelfeldspieler Silber und welchen linken Verteidiger Silber wir da reinnehmen sollen. Wir gehen ins nächste Spiel und das Gegnerteam war auf jeden Fall schon mal ein bisschen menschlicher im Vergleich zum letzten. Rivier haben wir da im Sturm, der ehemalige Newcastle-Spieler, haben wir rechts einen Spieler, ich glaube Sao heißt er, der hat Forster-Skills, Falster Weakfoot, allgemein ist es halt ein Bronze-Silber-Franzosen-Team mit Zuma und Castelletto in der Verteidigung, das heißt da sehr stark besetzt, müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Allerdings haben wir ja eine relativ gute Offensive, wie wir bereits im ersten Spiel gesehen haben und es gibt auch direkt die erste Chance über Jurchenko, der spielt den Ball wie immer flach in die Mitte, kommt an die 16er-Kante, da steht Devante Parker und der macht sein zweites Tor im zweiten Spiel, wunderbarer Schuss, 16 Meter, keine Chance für den gegnerischen Keeper und das war richtig, richtig schön gemacht. Wie gesagt, der ist richtig stark und macht seine zweite Bude, dementsprechend das Upgrade wird für ihn auf jeden Fall stattfinden, da haben wir gar keine Diskussion. Übrigens, wenn jetzt die beiden, es wird ja nicht bereits in der Episode gewechselt, außer es ist ein Rating-Unterschied, das heißt, wenn jetzt die beiden Kollegen jetzt hier wieder die besten Spieler sein sollten, interessiert das nicht, dann werden trotzdem andere geupgradet noch. Rivier macht hier übrigens den Ausgleich, nachdem meine Defensive sehr, sehr schlecht aussah, aber das ist halt der Nachteil in FIFA, du kannst sie richtig verteidigen, ohne einen Elfmeter zu kassieren. Es ist übrigens wirklich Sau, so heißt er tatsächlich, und Rivier hatte, wie gesagt, keine Probleme, diesen Ball reinzuhauen. Das heißt, Ulises Garcia und, eben Devante Parker sind nach meiner gerade erklärten Theorie diese Episode schon raus, das heißt, die werden sowieso geupgradet. Das heißt, es gibt für zwei andere Spieler nochmal die Chance, sich zu beweisen, zum Beispiel für Saint-Maximin, der ist hier im 16er, macht das an sich auch gut abgefahren. Fällt das Ding und da ist dann im Endeffekt, ich weiß gar nicht wer es war, Kiesewetter war es glaube ich, allerdings stand der im Abseits und dementsprechend zählt sein 2-1 hier nicht. An sich schön gemacht von Saint-Maximin, scheitert dann aber mit seinem Abschluss und Kiesewetter stand tatsächlich ein Millimeter noch im Abseits und dementsprechend zu Recht dieses Tor nicht gegeben. Wir machen natürlich weiter über Jurchenko, der macht das klasse auf Felix Platte, da haben wir dann den guten Saint-Maximin, der versucht es mal und wieder gut gehalten. Also wir schnuppern am 2-1, allerdings wollte es noch nicht so wirklich fallen und in Halbzeit 2 versuchen wir es dann weiter über Ulises Garcia, der bekommt hier den Ball, setzt sich klasse durch, der Linksverteidiger zeigt Torjägerqualitäten, zack, 2-1, genauso sollst du das natürlich machen, ist ein richtig guter, der Ulises Garcia, hat mir sehr, sehr gut gefallen in diesem Team und macht hier, ja, sein zweites, beziehungsweise nein, sein erstes Tor, aber wahrscheinlich damit seine zweite Bewertung, die mit am besten sein wird und dementsprechend der zweite Grund, ihn zu upgraden, aber er ist ja schon geupgradet, das heißt, die beiden sowieso schon geupgradeten Spieler treffen hier, ist natürlich nicht ideal, aber die anderen können sich ja auch noch beweisen, beispielsweise Kiesewetter, der schlägt dir die Flanke in die Mitte hin, steht Felix Platte mit dem Volley mit links, aber weit übers Tor. Der hat allgemein richtig schlechtes Positionsspiel bewiesen. Er stand nämlich andauernd im Abseits und das auch in dieser Situation. Plötzlich kam dann wieder der Gegner nach vorne, Rivier an Zieler vorbei. Der kann da wenig machen und es steht 2-2. Der hatte gar keine Chance eigentlich. In der ganzen Partie kommt zweimal nach vorne und macht dann zweimal die Bude. Ist natürlich bitter, aber so ist FIFA nun mal. Wir haben eine Bronze-Innenverteidigung und das merkt man in der Situation vom Stellungsspiel her. Zieler muss da rauskommen, kann da nichts mehr machen und Rivier, naja, ist eisekalt, wenn er ein leeres Tor vor sich hat. Letzte Aktion der Partie. Wir kommen nochmal in der Defensive zum Zug. Und zwar in der Situation hier. Schöner Pass in die Mitte auf Sau. Und Zieler beweist mal, dass er auch einen Ball halten kann. Unfassbar, dass er das tatsächlich schafft. Aber es ist schon in der Verlängerung. Das heißt, wir gehen Richtung Elfmeterschießen oder auch nicht. Jurchenko geht hier weiter durch, macht das gut an sich. Der schöne Ball auf Kiesewetter auf der anderen Seite. Der muss nur noch abschließen und wird gefoult. Und es gibt den Elfmeter in der 113. Minute. Und damit natürlich die Chance für irgendeinen unserer Spieler, sich zu upgraden. Und ich habe mir so gedacht, wenn es nach Rating geht, Platte war bisher aktiv. Der gefällt mir nicht, den muss ich irgendwie da rauskriegen und dementsprechend wird er unseren Elfmeter schießen und ob er das Ganze reinmachen wird,
Ihr ahnt es sicherlich, natürlich, macht er den Reihen zum 2:3, aus unserer Sicht das 3:2 in der 114. Minute. Wir führen also kurz vor Schluss, das müsste ja eigentlich das Endresultat sein, das müsste es ja eigentlich gewesen sein, denkt man sich jetzt so. Allerdings, wenn man so denkt, dann kommt es gerade in FIFA meistens anders. Man darf sich gerade in diesem Scheißspiel niemals zu sicher sein, auch wenn dieser Elfmeter wirklich wunderschön getreten war, gar keine Frage. Da wäre er wohl auch nicht reingekommen, wenn er die Ecke gehabt hätte. Kommt dann Garcia, komplett unbedrängt, den wollte ich in der Mitte spielen. Wir haben beide gesehen, da standen zwei Spieler frei, so kommt der Ball nochmal nach vorne, er kommt auf Sauer, auf Außen, der geht in den 16er und im Endeffekt wird er von den Beinen geholt, von natürlich Ulises Garcia und es gibt den Elfmeter. 120. Minute. Bitterer geht es eigentlich gar nicht, das Spiel war schon durch und dann so ein dämlicher Fehlpass und so ein dämlicher Elfmeter und Zao hat die Gelegenheit, den Ausgleich zu machen. Zieler kann keinen Elfmeter halten, das sieht man auch hier mal wieder und es steht plötzlich 3:3 und damit gehen wir ins Elfmeterschießen und ich habe gerade gesagt, Zieler kann keine Elfmeter halten und das könnte zum riesigen Problem werden im Elfmeterschießen, merkt er selber, ne? Also gut, wir fangen an mit Felix Platte und es war auf jeden Fall Spannung geboten. Er macht den wieder rein, ungefähr genauso geschossen wie der Elfmeter im Spiel auch drin. Jetzt kommt zum ersten von Ndiaye und der trifft natürlich auch. Zieler getunnelt bei einem Elfmeter. So schlecht kannst du eigentlich gar nicht sein, aber gut, Saint-Maximin versucht es hier selber wieder und auch der ist relativ souverän mit der Unterkante der Latte. Er ist halt ein spektakulärer Spieler und das zeigt dann nicht nur Realität, sondern auch hier im Elfmeterschießen machen wir den Hampelmann mit Zieler gegen Rivier und wir springen in die richtige Ecke und Zieler hält ihn wieder nicht. Ja, so viel zu diesem Thema mit dem Elfmeterhalten bei Zieler. Jurchenko ist der nächste bei uns. Viel, viel Kraft reingelegt und wieder wunderbar verwandelt. Auch da wäre wohl der gegnerische Keeper niemals rangekommen. Sao ist der nächste, hat gerade den Elfmeter noch verwandelt. Was macht er dieses Mal? Er verschießt. Zieler wäre wohl wieder nicht rangekommen. Allerdings ist das auch egal, denn wir führen erstmals in diesem Elfmeterschießen. Und der nächste ist Devante Parker und der trifft ebenfalls. Das heißt, wir haben jetzt richtig gute Chancen, wenn Zieler mal einen halten sollte, dieses Spiel zu gewinnen. Allerdings, das Thema hatten wir schon. Volle Schusskraft und relativ schlecht geschossen, aber trotzdem kann ich diesen Ball nicht halten und damit können wir jetzt selber das Ganze entscheiden über Kiesewetter und der US-Amerikaner verschießt. Super, alles klar. Zieler, bitte, einmal, mach einmal was richtig bei Elfmeterschießen. Tatsächlich. Das gibt's ja gar nicht. Wir gewinnen eine Partie mit Zieler im Elfmeterschießen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber solche Geschichten schreibt halt nur FIFA 16 Ultimate Team und wir holen uns den Sieg und damit die nächsten zwei Upgrades. Das heißt, im Endeffekt ist es ja egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir kriegen die Upgrades ja sowieso, aber es ist natürlich immer schöner, wenn wir in dieser Partie keine Niederlagen bekommen, beziehungsweise in dieser Serie keine Niederlagen bekommen und das ist hier der Fall. Jurchenko ist Man of the Match und der zweitbestbewertete Spieler ist tatsächlich Felix Platte mit 7,3. Das heißt, diese beiden werden auch noch ersetzt. Linkes Mittelfeld, linker Verteidiger, linker Stürmer und zentral offensiver Mittelfeldspieler. Da könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welche Silberspieler ihr da gerne sehen möchtet. Wir sehen hier auch nochmal jetzt in der Übersicht, welche Spieler ihr ersetzen dürft. Das sind Felix Platte, Ulises Garcia, Jurchenko und der gute Devante Parker. Schreibt wie gesagt in die Kommentare, die Entscheidung liegt endgültig bei mir, aber eure Vorschläge werden auf jeden Fall berücksichtigt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Die dürfte so irgendwann nächste Woche kommen. Wir haben ja jetzt Deal with 7 Minute Squads und diese Serie, das heißt, die kommt immer so alle zwei Tage kommt eine davon. Das heißt, so in 6 Tagen dürft ihr die nächste Episode hiervon kommen. Einmal pro Woche, ich denke mal, das ist einigermaßen in Ordnung. Wenn ihr das öfter sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht reduziere ich dann den Karrieremodus oder mache mehrere Videos am Tag. Das schaffe ich auch wahrscheinlich nicht, wenn ich keine Ferien mehr habe. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.